Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoanleitung von mir. Heute möchte ich mit euch eine ganz eigenwillige Kreation nachhäkeln oder sie euch erklären, was sich bei mir im privaten Bereich entwickelt hat. Durch so Insider-Witze ist dann irgendwann das Schnorchelvieh entstanden und genau dieses Schnorchelvieh möchte ich heute mit euch häkeln und es euch heute hiermit vorstellen. Ich verwende 100%iges merkerisiertes, gasiertes Baumwollgarn. Die Hauptfarbe wird bei mir sein Türkis, davon werde ich mehr brauchen wahrscheinlich als 51 Gramm Knäuel, deswegen habe ich zur Sicherheit nochmal so einen Rest von einem anderen Knäuel mir mit hingelegt, also wahrscheinlich mehr als ein Knäuel. Dann braucht ihr natürlich Weiß, ich habe hier noch so ein Mittelblau, ein Hellgrau, ein Schwarz und ein Violett. Von dem Violett braucht ihr auch nur ganz bisschen und von dem Schwarz auch nur einen kleinen Rest. Häkelnadel 2,5. Dann habe ich hier schwarze Halbperlen, das werden die Augen, die werde ich später aufkleben mit Flüssigkleber. Mit so einem Sekundenkleber werde ich das machen, damit die auch wirklich gut halten. Also so Halbperlen, ihr könnt natürlich auch Sicherheitsaugen, ganz normale Sicherheitsaugen verwenden. Ihr werdet natürlich auch benötigen eine Schere und eine Wollnadel. Füllwatte, die habe ich jetzt hier nicht liegen. Füllwatte benötigt ihr selbstverständlich, wenn wir Amigurumis häkeln. Und dann habe ich hier eine Brummstimme, die macht aber mehr Mäh als Brumm. Also die werde ich auch noch einarbeiten. Und dann habe ich hier noch künstliche Wimpern. Die werde ich dran kleben. Also das an Material, was ihr dafür benötigt. Das Originalgarn erhaltet ihr über einen Link direkt unter meinem Video in der Infobox, was ich euch dort hinterlasse. In meinem Onlineshop könnt ihr die ordern. Und dann sei abschließend noch gesagt, würde ich mich sehr freuen über Gefällt mir Däumchen, wenn euch diese Anleitung gefällt. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist. Und könnt eine der Ersten sein, die sofort nachhäkeln. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Kopf und Körper häkeln wir an einem Stück und wir arbeiten uns von der Kopfspitze oben runter über den ganzen Körper und beginnen jetzt zunächst mit einem Fadenring. Und häkeln in diesen Fadenring insgesamt 6 feste Maschen. Dann vorsichtig zuziehen. Das Schnorchelvieh wird natürlich in Runden gehäkelt. Das ist jetzt Runde 1 und in Runde 2 verdoppeln wir alle Maschen. Das bedeutet, dass wir in jede Masche 2 feste Maschen häkeln, sodass wir am Ende dieser Runde dann auf 12 Maschen kommen. In Runde 3 wird nur noch jede zweite Masche verdoppelt. Das bedeutet, wir häkeln immer im Wechsel eine feste Masche und danach wieder eine doppelte, das heißt 2 feste Maschen in eine. Eine feste Masche und eine doppelte. Eine feste Masche. Und eine doppelte. Auf diese Art und Weise kommen wir dann am Ende dieser Runde auf 18 Maschen. Eine feste Masche und eine doppelte. Eine feste Masche und eine
Doppelte. In der vierten Runde wird nur noch jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, immer im Wechsel zwei feste Masche und eine doppelte häkeln. Und dann kommen wir so auf 24 Maschen in der Runde. Danach wird immer im Wechsel gehäkelt drei feste Maschen, eine doppelte, vier feste Maschen, eine doppelte. Und in jeder Runde erweitert sich die Maschenzahl um 6 weitere Maschen. Und ich häkel jetzt ein bisschen vor und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, ich habe jetzt entsprechend hier an dieser Stelle vorgearbeitet. Und zwar habe ich erstmal bis Runde 12, einschließlich Runde 12 Zunahmen gemacht. Und zwar so weit, dass die letzte Runde heißt 10 feste Maschen und eine doppelte immer im Wechsel. So kommen wir auf 72 Maschen in der Runde. Und Runde 13 bis einschließlich 24 werden 72 feste Maschen durchgehend gehäkelt, ohne weitere Zunahmen. Und ab Runde 25 häkeln wir Abnahmen. Eine Abnahme bedeutet, dass zwei feste Maschen zusammen abgemascht werden. Und damit beginnen wir auch gleich in Runde 25. Also zwei feste Maschen zusammen abmaschen sind eine Abnahme. Danach 10 feste Maschen. Danach wieder eine Abnahme, also zwei feste Maschen zusammen abmaschen und dann wieder 10 feste Maschen. Also immer im Wechsel eine Abnahme, 10 feste Maschen, eine Abnahme, 10 feste Maschen, die ganze Runde lang. Und so kommen wir dann am Ende auf 66 Maschen. Also in jeder weiteren Runde werden 6 Maschen insgesamt abgenommen. In Runde 26 häkeln wir dann natürlich eine Abnahme und 9 feste Maschen immer im Wechsel. Runde 27 eine Abnahme und 8 feste Maschen immer im Wechsel. Runde 28 eine Abnahme und 7 feste Maschen immer im Wechsel durchgehend. Und so arbeiten wir uns Stück für Stück runter. Und ich arbeite jetzt entsprechend vor und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, ich habe mich jetzt entsprechend vorgearbeitet bis einschließlich Runde 31. Da habe ich gehäkelt eine Abnahme und 4 feste Maschen immer im Wechsel und bin so auf insgesamt 30 Maschen in der Runde gekommen. Jetzt ist der Kopf soweit fertig und jetzt gehen wir sofort in 1 über in den Körper. Ab Runde 32. Das heißt also, dass wir wieder Zunahmen häkeln müssen. Jetzt muss der wieder nämlich breiter werden, also so wie der Kopf. Und hierfür häkeln wir jetzt immer im Wechsel 4 feste Maschen. Und eine doppelte. Das heißt, wieder 2 feste Maschen in eine häkeln. Und das die ganze Runde immer im Wechsel. So kommen wir dann am Ende nämlich auf 36 Maschen. 4 feste Maschen häkeln. Und eine doppelte. Also wieder 2 feste Maschen in eine. Feste Maschen und eine doppelte. Und wie gesagt, das ist die ganze Runde immer im Wechsel. So kommen wir dann anschließend auf 36 Maschen in der Runde. Und danach häkeln wir immer im Wechsel 5 feste Maschen und eine doppelte, danach 6 feste Maschen und eine doppelte und so weiter. Bis einschließlich Runde 38. Da häkeln wir dann wieder 10 feste Maschen und eine doppelte. Also soweit arbeiten wir uns Stück für Stück vor, dass wir dann am Ende wieder 10 feste Maschen und eine doppelte häkeln in Runde 38 und kommen wieder so auf 72 Maschen, so wie wir das hier hatten. Und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder.
So, ich habe jetzt wieder entsprechend vorgearbeitet und zwar bin ich jetzt hier in Runde 55, die ich jetzt gerade abgeschlossen habe. Ich würde jetzt die Runde 56 beginnen und bis einschließlich Runde 55 habe ich wieder durchgehend 72 feste Maschen gehäkelt und ab Runde 56 geht es wieder mit den Abnahmen los. Wir häkeln wieder eine Abnahme. Und 10 feste Maschen. Dann wieder eine Abnahme, also 2 feste Maschen zusammen abmaschen und dann wieder 10 feste Maschen. Und das immer wieder durchgehend im Wechsel, eine Abnahme, 10 feste Maschen, eine Abnahme, 10 feste Maschen. In der Runde danach, in Runde 57, häkeln wir dann eine Abnahme und 9 feste Maschen. Danach in der nachfolgenden Runde dann eine Abnahme und 8 feste Maschen und so weiter. Wir arbeiten nun Stück für Stück weiter hoch, sodass die Öffnung sich weiter schließt. Dann eine Abnahme, 7 feste Maschen, eine Abnahme, 6 feste Maschen, immer die komplette Runde lang, immer im Wechsel. Stück für Stück schließt sich hier diese Öffnung währenddessen und dann solltet ihr darauf achten, dass ihr nach und nach immer mehr Watte hineinfüllt und das gut ausstopft mit jeder weiteren Runde, je enger die Öffnung wird, denn irgendwann bekommen wir da nichts mehr rein, weil die Öffnung zu eng ist. Den Kopf habe ich ja schon ausgestopft, schon wo ich hier auf dieser Höhe ungefähr war vom Körper, habe ich den Kopf schon ausgestopft. Ich habe hier ja noch diese Brummstimme, die ja mehr so ein Mäh ist, die ich hier in diese Schnorchelfee ganz gerne einarbeiten wollte. Also das ist quasi hier der Körper, das hier ist der Kopf. Wenn ihr auch so eine Brummstimme einarbeiten möchtet, ist es wichtig, von welcher Seite ihr das in den Körper hineinstopft. Und zwar, wenn der Körper jetzt so ist, also das hier ist der Körper, das ist der Kopf, also hier ist unten. Und die Stimme muss beim Kippen, muss erstmal runtergekippt werden und dann macht es so ein Mäh. Und das sollte dann halt eben unten sein. Das heißt also, wenn wir den Körper oder das Schnorchelvieh dann erstmal auf den Kopf kippen und dann wieder auf den Boden setzen, auf den Hintern quasi setzen, dann sollte es das Mäh ergeben. Das heißt also, dass wir darauf achten, dass hier diese mit diesen Löchern diese Seite nach unten hin zum Boden zeigt, wenn wir das in den Körper hineinfüllen. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, sonst ist es nachher falsch rum und es macht Mäh, wenn ihr es auf den Kopf stellt. Und so macht es Mäh oder Mu oder wie auch immer, es soll eigentlich eine Brummstimme sein, dann wenn wir es auf den Hintern setzen und so sollte es eigentlich sein, so ist es dann richtig. Also das noch als Info. Ich werde jetzt erstmal Stück für Stück die einzelnen Abnahmerunden häkeln und den Körper nach und nach mit Watte füllen. Und wenn ich die Abschlussrunde gehäkelt habe, das ist in Runde 66, da häkeln wir 6-mal eine Abnahme und dann bleibt noch so ein kleines Löchlein übrig. Und wenn ich mich so weit vorgearbeitet habe, dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, wenn ihr Runde 66 beendet habt, wo ihr insgesamt 6-mal eine Abnahme zum Abschluss gehäkelt habt, geht es darum abzumaschen. Ich habe den Faden schon mal abgeschnitten in der Zwischenzeit. Abmaschen machen wir hier, indem wir in die nächste Masche, in die nächste freie Masche eine Kettmasche häkeln, dann eine Luftmasche und den Faden
komplett durchziehen und fest anziehen. Dann brauchen wir die Wollnadel, weil es ja jetzt darum geht, die kleine Öffnung, die wir noch haben, zuzunähen. Die müssen wir schließen. Und das tun wir, indem wir durch jede Masche stechen. Wir fädeln also diesen Faden hindurch. Und wenn ihr einmal komplett herum seid, dann zieht ihr an diesem Faden, die Öffnung schließt sich. Und dann mache ich nochmal einen Doppelknoten hinein, damit der Faden auch nicht mehr aufgeht. Fest anziehen. Und dann arbeite ich den Faden so ein bisschen hier unten ein, indem ich immer wieder quer hier unten durch ein paar Stellen steche und den Faden hindurchziehe. Somit wird der Faden hier unten eingearbeitet und kann dann auch nicht mehr so einfach herausgefädelt werden und geöffnet werden. Dann kann man abschneiden, wenn man genug gefädelt hat. Und somit ist der Teil fertig. Hier oben der Kopf, hier unten der Körper. Die Stimme ist mit eingearbeitet. Und wir können uns an die nächsten Körperteile wagen. So, wir befassen uns jetzt mit den Ohren. Und zwar sehen die in der Rohfassung so aus. Und werden, hier oben ist die Öffnung, werden dann später so zusammengenäht hier oben und dann an den Kopf oben angenäht, dass hier so eine Mulde entsteht. Genau, und ich zeige euch jetzt, wie das geht, wie das gehäkelt wird. Wieder einen Fadenring machen. Und in diesen Fadenring häkeln wir auch dieses Mal wieder 6 feste Maschen. Dann vorsichtig zuziehen. Und in Runde 2 werden auch hier wieder alle Maschen verdoppelt, das heißt 2 feste Maschen in eine häkeln. Dann haben wir insgesamt 12 Maschen in der Runde und in Runde 3 wird nur noch jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt, wir häkeln durchgehend im Wechsel eine feste Masche und eine doppelte. Das heißt, wieder 2 feste Maschen in eine häkeln. Eine feste Masche und eine doppelte. Eine feste Masche und eine doppelte. Am Ende haben wir dadurch dann 18 Maschen in der Runde. In Runde 4 wird nur noch jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, wir häkeln durchgehend im Wechsel 2 feste Maschen und eine doppelte, also auch hier wieder 2 feste Maschen in eine häkeln. Dann wieder 2.
zwei feste Maschen. Und eine doppelte. Am Ende dieser Runde haben wir dann insgesamt 24 Maschen in dieser Runde. Und Runde 5 bis einschließlich Runde 10, also diese 6 Reihen, Runde 5 bis einschließlich Runde 10, werden durchgehend dann 24 feste Maschen gehäkelt, ohne weitere Zunahmen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. So, Runde 11 ist die erste Abnahmerunde. Wir häkeln eine Abnahme, also zwei feste Maschen zusammen abmaschen und zwei feste Maschen. Eine Abnahme und zwei feste Maschen. Immer im Wechsel die ganze Runde lang. In der darauffolgenden Runde wird gar keine Abnahmen gehäkelt, sondern durchgehend 18 feste Maschen. Und danach in Runde 13 wird die nächste Abnahmerunde gehäkelt und dann immer im Wechsel eine Abnahme, eine feste Masche, eine Abnahme, eine feste Masche. Runde 14 durchgehend 12 feste Maschen ohne weitere Abnahmen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.